Name your game. Ich erinnere mich daran. Ich frage mich, warum du dich an diesen Ort erinnerst. Du scheinst schwache Nerven zu haben. Jedes Mal, wenn ich etwas sage, erschrickst du. Du hast mich erschreckt. Bloß weil die Schlacht vorüber ist, musst du nicht gleich jegliche Vorsicht außer Acht lassen. Nun, wie dem auch sei, dieser Canyon fasziniert mich. Soweit ich weiß, warst du noch nie an diesem Ort. Und doch fühlt er sich vertraut an. Ich überaus kurios, ob meine eigenen Erinnerungen vielleicht auf dich... Was soll ich davon nur halten, da wären der Name und dieses unerklärliche Gefühl der Vertrautheit. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern. Doch mit jener Vertrautheit ist auch eine Vielzahl an Gefühlen verknüpft. Freude und Trauer, Schmerz und Liebe und alles, was dazwischen liegt. Falls ich tatsächlich schon einmal hier gewesen sein sollte, frage ich mich, was wohl geschehen sein mag. Magister, was machst du denn hier? Wir sollten uns auf den Rückweg zur Akademie begeben. Dadare. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die Zeit allein bringt Klarheit. Und eines Tages wird meine Erinnerung zurückkehren. Mein Dank hast du dir aber wohl bereits verdient. Den Banditen, die den Canyon heimsuchten, wurde dir Garaus gemacht. Dein Dank? Ich weiß selbst nicht genau, weshalb ich Dankbarkeit dafür empfinde. Doch es ist nun einmal so. Nun, wie dem auch sei. Wichtiger ist, dass du dich an mich gewöhnst. Wenn du jedes Mal, wenn ich spreche, vor Schreck zu Boden gehst, könnte das zum Problem werden. Wie war das? Du gehst doch gar nicht zu Boden. Das weiß ich doch, das war doch nur ein Spaß. Hey, Teach. Hey, Magister, auf dem Rückweg hast du mehrmals zum Canyon zurückgeblickt. Ist dort irgendwas passiert? Es ist nichts. Netter Versuch, aber mir entgeht nichts. Du hast etwas gesehen oder gespürt, da bin ich sicher. Aber gut, wenn du es für dich behalten willst, habe ich kein Problem damit. Jeder hat so seine Geheimnisse. Aber ich muss zugeben, irgendwie hat dieser Canyon mich ebenfalls in seinen Bann geschlagen. Warum wird Xanadu eigentlich der rote Canyon genannt? Nichts an ihm war wirklich rot. Ihr habt euch also der Banditen entledigt. Ich bete dafür, dass sie ihre Seelen Erlösung finden. Aber warum hatten sie es überhaupt auf die Studenten abgesehen? Wir sollten weiter versuchen, die wahre Ursache dafür zu finden. Bis wir mehr erfahren, unterstütze bitte weiter die Studenten, um ihnen alle überflüssigen Ängste zu nehmen. Selbstverständlich. Gut, ich habe hohe Erwartungen an dich. Übrigens, wie war es in Xanadu? Der Legende nach stieg in diesem Canyon in uralten Zeiten eine Göttin vom Himmel herab. Doch für eine himmlische Göttin war Xanadu wohl nicht mehr als eine vorübergehende Zuflucht. Eine Göttin? Vor langer Zeit wurde Cyrus der Göttlichen eine Offenbarung der Göttin zuteil. Eine Gabe, um den Verlorenen den Weg zu weisen. In ihrem himmlischen Königreich wacht die Göttin stets über Fodlan. Doch in uralter Zeit wandelte die Göttin selbst in dieser Welt, um ihren Bewohnern Erlösung zukommen zu lassen. Sie ist die Mutter allen Lebens, die Hüterin aller Seelen. Das wusste ich nicht. Ich verstehe. Ich bete dafür, dass du dich, während du hier bist, den Lehren der Cyrus widmest. Rhea, verzeiht die Unterbrechung. Ich muss euch wegen dieser Banditen etwas fragen. Wie du wünschst, wir werden unsere Unterhaltung bei unserem nächsten Treffen fortsetzen. Eine Göttin? Ich kann mich nicht daran erinnern, ihr begegnet zu sein. Allerdings kann ich mich grundsätzlich an gar nichts erinnern. Oh, wie lästig. Es fühlt sich an, als wüsste ich etwas, und doch weiß ich nichts. Womöglich lebte ich in Xanadu, als die Göttin dort weilte. Falls ja, was bin ich dann? Ein Geist?
Ich weiß es nicht. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich bin definitiv lebendig. Natürlich stellt sich ebenfalls die Frage, warum ich hier bei dir bin. Worin mag die Verbindung liegen? Womöglich hält mich eine alte Schuld davon ab, diese Welt zu verlassen und zwingt mich stattdessen, dir zu folgen. Nein, das ist ebenfalls lächerlich. Ich weigere mich, an ein so nichtiges Schicksal zu glauben. Weiße Wolken, Monat des Blumenkranzes, Meuterer im Nebel. Mutiny in the Mist. Sobald vom Meer im Süden von Adresse ein warmer Hauch zu ihnen weht, wissen die Einwohner von Fodlan, dass die Regenzeit kurz bevorsteht. Bevor die heftigen Schauer einsetzen, pflücken junge Frauen hastig die letzten weißen Rosen und knüpfen daraus Blumenkränze, um sie ihren Freunden und Liebsten zu schenken. Statuseffekte. Manche Waffen und Kampftechniken haben zusätzliche Auswirkungen auf den Gegner, beispielsweise die Senkung seiner Werte oder eine Vergiftung. Einige dieser Effekte dauern nur eine Runde, während andere sich über mehrere Runden erstrecken können. Alle Statuseffekte verfallen im Laufe der Zeit. Es können neue Bereiche im Kloster erkundet werden. 2000 Gold von der Kirche der Cyrus erhalten zur Finanzierung der Aktivitäten in diesem Monat. Oh, 6k. Professor, nice. I have a new mission for your students. Magister, es gibt eine neue Mission für deine Studenten. Wir erhalten Berichte, dass Viscount Lonato Truppen gegen die heilige Kirche der Cyrus zusammenzieht. Wer ist Viscount Lonato? Viscount Lonato ist einer der untergeordneten Herrscher des Königreichs. Er ist der Kirche bereits seit einiger Zeit feindlich gesinnt. Eine Vorhut der Ritter des Cyrus ist bereits auf dem Weg zu seiner Festung, Schloss Gaspar. Die Armee von Viscount Lonato ist den Rittern nicht gewachsen. Wahrscheinlich wurde die Rebellion bereits erstickt. Gleichwohl möchte ich, dass seine Klasse die Nachhut der Ritter bildet, um sich um die Nachwirkungen der Schlacht zu kümmern. Das Geschehen in Kriegsgebieten lässt sich nicht vorhersagen. Wir erwarten nicht, dass ihr kämpfen müsst, seid aber auf das Schlimmste vorbereitet. Verzeiht mir, ihr habt nach mir geschickt, große Rhea. Dies ist Catherine. Sie wird die Ritter anführen, die ihr begleiten werdet. Nice to meet you. We've heard a lot about you. Schön, dich kennenzulernen. Wir haben viel von dir gehört. Frage einfach, falls du was benötigst. She is one of our bravest knights. Sie ist eine unserer tapfersten Ritterinnen und das hat etwas zu bedeuten. Nur wenige Auserwählte erweisen sich als würdig für die Ritter der Cyrus. Bei dieser Mission werden die Studenten lernen, wie närrisch es wäre, ihre Klingen jemals gegen die Kirche zu erheben. Was man hier alles lernt, puh. Sylvain hat Geburtstag. Wir schenken ihm Blumen für 200 Gold und er freut sich. Schön. Online-Statistik. Wenn du dich mit einem Netzwerk verbindest, erfährst du mehr über das Verhalten von Spielern aus aller Welt. Hier kannst du sehen, was Spieler an einem bestimmten Tag unternommen haben, wem sie in diesem Monat näher gekommen sind. Diese Statistiken sind zum Beispiel hilfreich, wenn du dir einmal unschlüssig bist, wie du deine Zeit verbringen möchtest. Nö, das machen wir einfach selber. Erkundet haben wir schon viel, aber wir haben uns noch nie ausgeruht. Wähle Ausruhen aus, um deinem gesamten Haus eine Pause zu gönnen und unter anderem die Motivation ansteigen zu lassen. Komm, das machen wir nicht. Ja, 3% Seminar. Komm, wir machen mal Kampf. Kampf im Kaiserreich. Ausrücken, ja, auf jeden Fall. Um das Kartenmenü zu öffnen, drücke den A-Knopf, wenn der Cursor über einem Feld ist, auf dem sich keine wartende Einheit befindet. Hier kannst du Lesezeichen erstellen, Tutorials ansehen und mehr.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Sieh mal einer an. Kampf im Kaiserreich, Weiße Wolken, Kapitel 3, Meuterei im Nebel. Gucken wir uns mal an, wer noch Heilmittel hat. Wie fast jeder eins. Vielleicht sollte ich ein bisschen was kaufen. Könnte ich die Fähigkeiten noch drauf machen? Brauche ich jetzt aber nicht. Brauche ich auch nicht. Geh mal zum Marktplatz. Willkommen! Hier mein Eisenschwert, das ist schon ziemlich schlecht. Kann ich hier noch ein paar Heiltränke kaufen? Ah, doch. Is that the one? Thanks a bunch. Ich würde aber gern ausrüsten. Come back soon. Ja, ich komme bald wieder. Tauschen will ich nicht. So kann ich hier nicht zu meinen Items gehen. Na, hier könnte ich wählen, was ich tauschen will, aber ich würde ja gern in die Vorratskammer gucken. Ach Gott, ich glaube, das geht jetzt momentan nicht, ne? Gut, dann sind wir ready to go. Wir beginnen die Schlacht. Sieg, alle Gegner werden besiegt. Niederlage, alle deine Einheiten werden besiegt. Okay, wir sind als Erster dran. Muss mir ein bisschen einen Überblick verschaffen. Okay, die sind unten. Muss mal mit den Tanks nach vor. Let's get to it. Kann ich hier schon attackieren? Nee, aber wir warten hier. Dann gleich den Healer hinterher schicken. Leave it to me. Und die kann mal da warten. Müsste Nook nach vor. Who, me? Die kann schon attackieren, glaube ich, ja. Oh, nimmt aber 16 Schaden, ne? Hier etwas gefährlich. Stellen wir den hierher. Wer soll den hier attackieren? Der Eisenbogen ist schwach. Ah, das war knapp. Liebe steigt. Er hat keine Rüstung. Dann gehen wir mit dem nach vor. Nee, wir müssen den hierher schicken. Ready anytime. Und ihn schicken wir hierher. So, jetzt ist der Gegner dran. Ja, das war klar. Ach, nimmt 7 Damage, gibt aber 10 ab. Nimmt nochmal 7. Das ist gefährlich. Nein!
Oh Gott, Hilda ist schon tot. Das war's wohl für mich. Ich muss mich ausruhen oder so ähnlich. Es war nicht gut. Voll auf Claude. Wieder auf Claude. Steht echt schlecht. Muss schauen, dass ich nicht unter die Räder gerate. Das sind schon einige. Guter Konter, aber nimmt auch viel Damage. Nimmt viel Damage. Boah, überlebt knapp. Ah, jetzt ist wieder vorbei. Shit. Verdammt, ich habe den Kommandanten enttäuscht. So, okay. Ja, ich will das irgendwie nicht verschwenden, aber ich kann es nicht anders. Ich stelle mich mal hier hin. Nehme das Stahlschwert. Boah, 20. So, wie machen wir das am besten? Geh mit Raphael hier hin. Das geht sich nicht aus. Das ist schlecht. Der kann ihn attackieren. Das ist zu wenig Damage, zu wenig. Aber ich könnte mit dem vorrücken. Gut, das hat gereicht. Level 3 für Lorenz. Ich bin noch nicht zufrieden. Und jetzt müsste Raphael hierher. Komm. 12 Damage, nimmt aber auch 6 und nimmt 12. Und hat auch ein Level Up. Da geht noch mehr, ja, das glaube ich auch. So, wer ist denn hier? Ich glaube, mit Claude muss ich mich echt ein bisschen zurückziehen. Ich habe nichts anderes, ne? Einen Fernkampfangriff machen. Und auch ein Level Up. Ich habe nichts anderes erwartet. So, die zwei Damen. Ah, attackier den. Boah, 20 Damage. Gar nicht gut. Ich brauche sie als Healerin noch. Nee, die ist tot. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ja, greif mal mit dem an. Ja. 15. Schlecht. Ach. Was? Der geht auf Claude? 7? Super Konter. Nimmt aber auch viel Damage. 12. Ah, bitte nicht. No hesitation. Konter. 60. Wahnsinn. Nein. Ja, jetzt ist sie tot. Tut mir leid, ich war keine Hilfe.
muss meine Strategie nächstes Mal überdenken. Guter Konter, sehr gut, Lysitia. Also sicher ist das nicht. Und kontert wieder. Hat auch ein Level Up. Ich muss mich mehr anstrengen. Was? Schon wieder auf sie? 11 Damage. 20 zurück. Jetzt ist jetzt aber tot. Uff, uff, uff. Ob das noch was wird? Okay. Wir versuchen den auszuschalten. Sehr gut. Level up auf Level 9. Ein weiterer Schritt vorwärts. Muss ich gucken, wie viel der noch hat. Ja, das ist erledigt. Kritisch, aber Claude muss sich heilen. Das ist sehr wichtig für mich. Da muss der hier blockieren. Ja, nimm mal das Heilmittel. Kann sich ja auch heilen. Schweifschuss. Komm, Ignaz. Sehr gut. Ignaz wird hier noch zum Lebensretter. Gut zurückgeschlagen. Fähigkeitslevel gestiegen. Perfekt. Ich bin gut im Training. So, Ignaz steht mir hier ein bisschen zu weit vorne. Perfekt. Wieder ein Level Up für Raphael auf Level 5. Uff. Jetzt bin ich dran. Der geht mal hier hin. Und geht auf den. Oh, der andere ist auch im Fernkampf, das habe ich vergessen. Kann aber noch nicht kontern. Glück gehabt. Oh, jetzt hat er keine Waffe mehr. Du gehst mal auf den hier. 22, Schurke erledigt. So, den nehme ich als Tank. Hierher. Kann sich nicht heilen, aber wir lassen es mal. Oh, vorbei, das ist sehr gut. Gut gemacht, Ignaz. Der kann auch angreifen. Bitte auch auf den hier. 10 Damage ist ein bisschen zu wenig. Fähigkeitslevel gestiegen. Meine Mühen beginnen, Früchte zu tragen. So, der Gegner ist dran. Das wird jetzt eine heiße Phase. 9 Damage. Schlägt aber zurück. Kritisch, super. Oh, Ignaz, der überrascht mich. Level 4, ich fühle mich reifer. Ah, nur noch 9 Hitpoints, ich muss ein bisschen aufpassen.
Raphael ist auch angeschlagen. Nee, Nurg, nicht sterben. Oh, der hat Claude besiegt. Uff, 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 uff. Ja, ich muss mich zurückziehen. Wir bleiben jetzt hier. 5 Damage nur. Schlägt auch zurück. Bataillon Level Up, super. Wir müssen uns hier gegenseitig beschützen. Der geht mal hier hin. Kann sich auch nicht heilen. Perfekt. Level up für Ignaz. Ich fühle mich reifer. Bataillon Level up. Sehr, sehr, sehr schön. Nimmt ein bisschen Damage, kontert aber mit 11. Das finde ich sehr schön. Gut gemacht, Lorenz. Bataillon Soldaten der Cyrus von Lorenz hat sich zurückgezogen. Ja, da geht es auf Nook. Vorbei, ganz, ganz wichtig. Und hier nehme ich 3 Damage, aber das geht eigentlich. Noch ein Dieb, der geht auf wen? Auf Ignaz. Ignaz, nur noch 7. Schießt zurück. 14. Sehr gut. So, ich bin dran. Wir machen es jetzt genauso. Wir besiegen den mit Nook. Each battle a chance to grow. Das war super. Dann besiegen wir den hier. Oh nein, Lorenz. Unmöglich, wie konnte ich verlieren? Okay, Raphael, zeig sie. Ah, perfekt. Wichtig. Level up für Raphael. Da geht noch mehr. Goldbeutel erhalten. So, und wer darf noch? Frage ist halt, ob er nicht stirbt. Wollen wir hier was machen? Ja, wir nehmen das Heilmittel. Er hat ja eh nur noch ein. Ja, Nook ist ein guter Tank. Jetzt bin eh ich dran. So, Meister. 22, perfekt. Hier nur ein Ding genommen. Und jetzt haben wir es. Es war ein sehr harter Kampf. Perfekt, Ignaz. Danke dir. Fähigkeit KP plus 5. Kaum zu glauben, dass ich es so weit gebracht habe. Ich glaub's auch nicht. 1600 Gold erhalten. Schwarzsandstahl erhalten. Abgeschlossen. Und Nook ist der Held, der fast gestorben wäre. Es war echt knapp.